Da habe ich ein sehr gutes Gefühl, das kann ich jederzeit machen. Und andere auch, das weiß man ja, das hört man ja. Im Generellen würde ich sagen, dass ich meine Meinung bisher ohne Probleme generell äußern konnte. Kommt darauf an, wo man es frei äußert. Also, wenn man jetzt privat drüber spricht, kann man das schon. Öffentlich, in sozialen Medien, glaube ich, ist das schon ein bisschen schwieriger geworden. Eine einzelne Person kann eine Sache schwierig beurteilen, kritisieren oder darüber sich äußern. Da ist die Presse doch wesentlich besser aufgestellt, weil sie eine größere Veröffentlichungsmöglichkeiten hat als eine einzelne Person, ganz klar. Grundsätzlich ist es aber auch wichtig, wirklich die Freiheit von allen, also die Pressefreiheit und die Freiheit, dass alle oder dass jeder sich selber ausdrücken kann und das ja darbieten kann, was er will. Damit Journalisten genau sagen können, was passiert, auch vor allem politisch unliebsame Themen ansprechen zu können. Ich finde es wichtig zu diskutieren, gerade weil es in vielen Ländern ja auch keine Pressefreiheit gibt und da viele Leute einfach vor allem Journalisten halt unterdrückt werden und überhaupt nicht offiziell sagen können, wie es in den Ländern zurzeit geht. Dass die Pressefreiheit immer wieder beäugt wird und vor allem bei Verstößen oder bei Unterbutterung von irgendwelchen, egal wer, sollte man doch sehr, sehr hellhörig werden und dann auch direkt dagegen angehen. Um Gesellschaften die Möglichkeit zu geben, sich zu informieren und eine eigene Meinung zu bilden. Ich meine, das Schwierige ist ja wirklich, die Lügenpresse von der normalen Presse zu unterscheiden erstmal. Man muss halt wirklich die Hintergrundinfos bekommen, man muss wissen, wer da dran sitzt, wer da die Hebel drückt und bestenfalls darauf achten, dass sowas nicht wieder vorkommt. Lügenpresse, also der Begriff an sich ist ja relativ negativ besetzt, deshalb würde ich ihn generell nicht verwenden. Ich bin aber nicht der Meinung, dass gerade öffentlich-rechtliche Medien oder die Medien, die am schnellsten zugänglich sind, immer... Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie lügen. Ich würde ihnen das nicht unbedingt unterstellen wollen. Ich bin mir aber absolut dessen bewusst, dass Informationen bewusst zurückgehalten oder geändert werden in kleinen Details.